da haben wir die nächste. Also es ist echt, hier ist der Hammer. Kann ich nur empfehlen, hier dieses Gewässer. Ja, guten Morgen zusammen. Wie ihr seht, bin ich unterwegs. Heute geht es zu einem großen Binnensee, der relativ flach ist. An diesem See möchte ich euch zeigen, wie man gezielt auf Brassen angelt. Unsere Hauptköder werden da sein Maden, Mais und natürlich Würmer. Je nachdem, ich werde gleich erstmal die Wassertemperatur messen, dann entscheidet sich, ob wir vielleicht sogar vernünftig geschnittene Würmer mit reinschmeißen. Ja, und dann werden wir mal sehen, was passiert. Ich nehme euch mit, wir sind gleich da und dann sehen wir uns am Wasser. Bis gleich. So, ich habe jetzt alles aufgebaut. Ich fische mit der Limited Picker von MS Ranch, die Limited Picker 300, sowie eine Pro 2500 Feeder 2, auch von MS Ranch. Zu meiner Montage im Prinzip ganz einfach. Auf der Schnur ein Stopper, ganz normales 40 Gramm Futterkörbchen, davor geschaltet oder beziehungsweise dahinter geschaltet Powergum, um einfach noch ein bisschen Elastizität mit reinzubringen. Und dann fische ich wie gehabt mit meinen 12er Ohnerhaken. Ja, zum Futter kann ich euch hier ein bisschen was zeigen. Einmal ganz normal Maden. Dann haben wir hier Würmer, Maden, Mais, so wie beim letzten Mal eigentlich auch. Eingeschläferte Maden werde ich gleich noch machen. Ja, und hier haben wir das Futter auch wieder abgedunkelt. Die eingeschläferten Maden, ich weiß nicht, ob man sieht, die sind hier vorne. Die sind schon im Sieb. Die laufen sich gerade sauber. Ja, meine Stoppuhr ist natürlich auch wieder dabei. Dann würde ich sagen, wollen wir mal gucken, ob wir was Schönes fangen. Und sobald wir was haben, melden wir uns. Bis gleich. Ich habe jetzt gerade mal eben ein bisschen umgeswitcht, habe Würmer am Haken gepackt. Ich habe vorher mit Maden gefischt. Ja, Wurm, Made. Oh, ich glaube, ich habe ein bisschen. Da, guck mal auf die Spitze, guck mal auf die Spitze. Jetzt wieder zurück. Ja, komm zu mir.
Jo, hängt. Hängt. Super. Dann hat ja besser geklappt wie gedacht. Ich habe auch gar nicht weit geschmissen. Ich habe direkt hier vorne abgelegt, um einfach erstmal zu testen, weil wir hier viele Blasen gesehen haben vom Gründeln. Gründelblasen. Ja, das funktioniert doch besser als gedacht. Super. Gut aus. Kerngesund. Tipptopp. Kann ich auch ganz offen sagen, das ist Watersport Camping in Heech. Von meinem Zuhause aus Rees sind da 200 Kilometer. Dann fährt man gut 2 Stunden. Aber Leute, glaubt mir, lohnt sich. Ein kleiner Tipp von mir, wenn die Brassen mal nicht so wollen, wie sie sollen. Shining Amino Glue von MS Range, von Michael Schlögel, kann ich nur empfehlen. Meine Lieblingsfarbe ist gelb. Ich zeige euch mal, wie es aussieht und wie es funktioniert. Es ist im Prinzip Pulverform. Wichtig ist, den Deckel, die Kappe eben abmachen. Nachher muss die unbedingt wieder drauf. Wenn da Feuchtigkeit reinkommt, hat sich das komplett erledigt und ist nicht mehr verwendbar. Hier im Prinzip einfach nur 2 Maden auf. So, mach die Maden einmal nass, einmal ins Pulver rein, nochmal nass machen, nochmal ins Pulver rein. So. Und so sieht es dann nachher aus. Flussierend, gelb und der Köder wird gleich doppelt so groß. Kann ich nur empfehlen, hat heute wunderbar funktioniert. Da haben wir richtig heftige Bisse drauf gekriegt, im Gegensatz zu den ganz normalen Maden. So, ein schöner Angeltag geht zu Ende. Wir konnten heute einige Brassen landen. Seht ihr nachher in den Fotos. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen hoch da. Und solltet ihr mehr von mir sehen wollen, abonniert meinen Kanal und ansonsten wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund
und viel Spaß beim Angeln. Ciao, euer Michael.